Be prepared. From the outermost edges of space, an absolutely must-see. Hallo, herzlich willkommen zum 20. Teil unseres Final Cut und Motion 5 Tutorials. Und heute machen wir ein etwas komplizierteres und größeres Projekt. Vielleicht habt ihr Lust einzusteigen. Wir starten mit einem Motion-Projekt und öffnen das hier erst einmal. Und wir sehen nun hier unsere Ansicht. Ich schalte mal auf die... Ich schalte noch nicht auf die Vollbildansicht, weil ich zunächst einmal noch auf den Desktop möchte. Hier habe ich nämlich eine Videodatei liegen und die schiebe ich jetzt hier auf diese Spur. Lass die einfach los und ihr seht jetzt hier mein Video, was ich importiert habe. So einfach kann man nämlich mal schnell ein Video importieren in Motion und damit haben wir jetzt einiges vor. Ich gehe zunächst einmal hier auf den Vollbildmodus und klicke hier in den Vorschaurahmen rein, drücke die Umschalttaste und Z, um die Ansicht anzupassen, damit ich hier auch wirklich den kompletten Bildschirm sehe. Und ich schalte mal kurz den Ton hier ab, weil diese Tonspur, die hier drunter liegt, die hat nur Windgeräusche. Damit wollen wir jetzt gar nichts anfangen. Was wir machen wollen, ist, dass hier ein Schriftzug Urlaubsvideo, ja, oder wir nennen es Frankreich, weil die Aufnahme habe ich in Frankreich gemacht, Frankreich 2015, dieser Schriftzug soll aus dem Wasser auftauchen. Ziemlich aufregendes Projekt und wir starten das heute mal mit den Grundzügen. Man kann das sehr lange, sehr weit ausarbeiten, damit es dann wirklich perfekt aussieht mit Schatten und was nicht allem. Da verzichten wir heute drauf, wir wollen es nicht ganz so kompliziert machen, aber wir wollen schon mal in die Richtung arbeiten. Wir lernen damit auch ein paar neue Techniken eben kennen. Zunächst einmal brauchen wir natürlich die Schrift. Also, wir gehen hier auf das Texttool, klicken hier rein und tippen mal ein Frankreich 2015. Soweit, so gut. Dann klicken wir hier auf die Informationen, wählen zentrierten Text an, setzen die Schrift noch ein bisschen größer, hier so in diese Form und klicken auf die Eigenschaften, hier auf das Transformationstool mit dem Pfeil und setzen alle Parameter zurück. Damit haben wir das Ganze zentriert in der Mitte unseres Bildschirms. So, und jetzt soll eben das hier aus dem Wasser auftauchen. Und das ist nicht ganz so einfach. Wir brauchen nämlich das Wasser als, ja, Maske, so muss man das bezeichnen. Wir legen das quasi hier drüber. Und ich zeige euch mal gleich, wie es geht. Das erklärt sich, glaube ich, besser, wenn man es einfach mal macht. Also, zunächst einmal diesen Clip, unseren Videoclip, den kopieren wir. Da brauchen wir nämlich zwei Versionen von. Und wir drücken mal Command D. Damit haben wir eine Kopie erstellt. Und diese Kopie, mit der machen wir jetzt etwas. Der schneiden wir nämlich hier oben den Himmel quasi weg. Also, passt mal auf, wie wir das machen. Hier dieses Tool wählen wir an. Das ist das Bezier-Werkzeug. Mit dem können wir jetzt so eine kleine Maske malen. Und wir brauchen da gar nicht viel zu machen. Wir klicken einfach hier so ein bisschen rein. Wir können jetzt hier nochmal so ein bisschen so ein paar Wellen simulieren, dass wir das hier so ein bisschen, können das auch hier mit gedrückter Maustaste richtig schön in Kurvenform gestalten. So, und hier können wir schon wieder gerade um die Ränder. Und jetzt drücken wir die Command- und Minus-Taste, um den Bildausschnitt hier zu verkleinern, denn wir klicken hier etwas außerhalb des Bildschirms, bis wir wieder an den Anfangspunkt kleben. So, und jetzt haben wir hier ein bisschen Chaos erzeugt, aber das kriegen wir gleich wieder hin. Wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen ein bisschen die Anordnung hier verändern, denn zunächst einmal schieben wir diese Textebene mal zwischen die beiden Clips, zwischen dieser Kopie des Clips und dem ersten Clip. Und wir sehen schon, der Text ist jetzt verschwunden. Das liegt eben daran, wir stellen uns das eben nochmal vor, wie ja Papier auf einem Schreibtisch. Hier ist die unterste Ebene mit dem Video, dann kommt dieser Text und jetzt legen wir hier quasi diese Kopie nochmal drauf und dann ist natürlich alles verdeckt von dieser Kopie und dann kommt diese komische Maske, die wir jetzt gemacht haben. So, und die muss genau mal jetzt hier unter diese Kopie von diesem Clip gesetzt werden. Ja? Damit haben wir quasi eine Maske erzeugt und man sieht das hier auch in der Voransicht. Wir haben hier eben nur noch den Himmel in der Ansicht. Und wir klicken mal auf diese Maske und hier auf dieses Tool, die Schwebepalette, und wir invertieren jetzt die Maske. Also wir drehen die um im Grunde genommen. Also hier Maske invertieren. Ja? Und wenn ihr mal hier die Vorschau seht, jetzt haben wir hier oben quasi den Himmel weggeschnitten und nur noch den Strand quasi hier. Klingt ein bisschen verwirrend, aber durch diese Anordnung können wir jetzt Folgendes machen. Wir klicken mal hier auf den Textrahmen und schieben mal den Text hier ein bisschen nach oben. Oder ich habe ihn gerade rotiert, ich wollte ihn eigentlich nach oben schieben. So. Und ihr seht, wie der jetzt hier aus diesen Wellen herauskommt, aus dem Wasser herauskommt. Ja? Und wenn wir uns jetzt einfach mal die Anordnung anschauen, was haben wir hier eigentlich gemacht? Wir haben also unseren Grundclip, das heißt, der komplette Videoclip liegt als unterste Ebene hier komplett drauf. Dann haben wir den Text darüber gelegt, das ist das, was wir jetzt sehen. Und dann haben wir im Grunde genommen diesen Clip hier drüber liegen,
der im Grunde genommen nochmal das Video enthält, aber eben nur bis zu diesem Teil hier, wo der Himmel anfängt. Und genau da drüber ist halt nichts mehr. In diesem schwarzen Bereich wirkt diese Maske, die wir erzeugt haben. Ja? Und dadurch scheint eben jetzt hier diese Schrift durch. Und wir können jetzt hier hingehen und wir haben wieder einen Fehler gemacht. Ihr seht es, wir haben die Abspielposition nicht an den Anfang gesetzt. Also erstmal hier alles wieder an den Anfang setzen und die Taste I drücken, auch hier auf dieser Ebene, sodass alle Ebenen hier direkt am Anfang anfangen. So. Und jetzt machen wir Folgendes, wir klicken auf die Textebene und schieben die nochmal nach unten, hier nach ganz unten, bis sie nicht sichtbar ist, ganz, ganz weg. Klicken auf Eigenschaften, auf das Positionstool und wir verändern ja nur die Y-Achse, also diese Achse hier. Ich mache nochmal den Bildschirm auf die volle Größe, Shift-Z, dann sehen wir es hier. Und wenn wir hier an den Parameter mit gedrückter Maustaste drehen, dann seht ihr, wie der Text hier hochgeht. Okay, so, wir schieben ihn hier runter und setzen hier am Anfang unseres Films einen Keyframe und wir sagen hier so 4 Sekunden später, da an der Stelle soll der Text dann hochgekommen sein und hier erschienen sein. Wir schieben ihn bis hier oben hoch. So, jetzt können wir uns das Ganze hier mal anschauen. Was passiert? Der Text kommt da raus. Soweit so gut, aber noch nicht wunderbar spektakulär. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen anpassen und das können wir machen, indem wir hier auf den Text mal klicken, auf das Erscheinungsbild und das Ganze mal in einen 3D-Text umwandeln. Auch noch nicht sonderlich spektakulär, aber wenn wir jetzt hier mal auf die Materialien klicken unter Verschiedenes, finden wir ein Material, das nennt sich Eisblock und das können wir ja mal verwenden und dann sehen wir hier, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus, passt schon ein bisschen besser hier zu dem Ganzen und wenn das hier so auftaucht, dann sieht man auch, sieht das wirklich gut aus. Also auf jeden Fall besser als alles andere, was wir bislang hier gesehen haben. Die Welle ist hier jetzt allerdings noch so ein bisschen ziemlich hart in der Kante. Das heißt, diese Kurve hier, die sollten wir ein bisschen weich zeichnen. Und wir versuchen, ob das geht. Wir gehen auf die Mediathek und suchen uns mal hier einen sogenannten Filter. Und dort müsste es einen Weichzeichnungsfilter geben. Und den haben wir hier tatsächlich. Und wir nehmen mal diesen Gaußschen Weichzeichner und schieben den auf diese Kurve, diese Bezierkurve. Und ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ich vergrößere mal mit Command Plus. Wir gucken uns das hier mal so an. Wir kriegen jetzt hier so eine etwas weichere Kante hin. Wir gehen mal auf die Information und ändern mal die Stärke dieses Filters, um zu gucken, ob das passiert. Und tatsächlich, ihr guckt mal hier oben an diese Ecke bei der 5. Die franzt ein bisschen aus. Ich schalte mal ganz ab. Jetzt haben wir hier eine ziemlich harte Kante. Und wenn ich den jetzt hier so ein bisschen mal hochsetze, dann kriegen wir das hier so ein bisschen weich durchscheinend. Also gar nicht so schlecht, was wir hier erzeugen. Und wenn wir jetzt nochmal uns mit Shift-Z alles anschauen, dann sehen wir, wie das hier so ein bisschen ausgefranst aus diesem Wasser auch tatsächlich auftaucht. Ja, ist doch gar nicht so schlecht, oder? Jetzt machen wir noch etwas. Wir gehen hin und klicken hier nochmal auf diesen Frankreich-Text und gehen nochmal in die Mediathek unter den Filtern und schauen mal, ob wir hier bei den Verzerrungsfiltern nicht einen Filter finden, der was mit Wasser zu tun hat. Und tatsächlich gibt es hier so Wellen und wir sehen auch hier diese Voransicht. Ja, und diese Wellen, die schieben wir jetzt mal auf unsere Textebene hier. Und die erzeugt eben jetzt auf dieser Schrift Welleneffekte. Wir spielen das mal ab und schauen uns mal, wie das ansieht. Und das sieht jetzt ein bisschen übertrieben aus. Deswegen die Wellen mal anklicken auf die Information. Und in den Filtern ändern wir mal die Amplitude und setzen hier mal einen etwas kleineren Wert rein. Also so 4 Pixel oder Prozent, weiß auch nicht genau, was das hier bedeutet. Die reichen schon aus, um eben hier die Wellen so ein bisschen anders darzustellen. So, etwas stimmt auch noch nicht mit dem Clip. Wir sehen nämlich, dass ich eine Kamerabewegung hier drin halte. Ich habe ohne Stativ gefilmt und der Film, der wackelt hier so ein bisschen. Das macht die Schrift aber nicht mit und deswegen sieht es nicht so ganz natürlich aus, wie die Schrift hier rauskommt. Und jetzt kommt eine wunderbare Funktion in Motion, und zwar das Motion Tracking. Wir gehen mal hier auf diesen Originalclip und wählen unter diesen Parametern hier das sogenannte Motion Tracking an und sagen hier, wir möchten die Bewegung anpassen. So, da habe ich schon einen Fehler gemacht. Achtung, das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen das nämlich nicht auf diesem Clip machen, Entschuldigung, sondern wir wollen das auf dieser Schrift machen. Wir wollen ja die Bewegung der Schrift an den Clip anpassen. Also, da muss man nochmal aufpassen, wo man den Effekt anwendet. Wir klicken also die Ebene hier Frankreich an mit dem Text und dann setzen wir diesen Parameter Bewegung anpassen und schaut mal hier, er hat den Clip schon gefunden, der Originalclip kann analysiert werden. Wichtig ist, dass wir jetzt die Position an den Anfang setzen und dass wir hier
das nicht an die Quelle anhängen wollen, sondern wir wollen die Quelle nachahmen. Also diesen Clip wollen wir nachahmen und ihr seht jetzt hier einen roten Punkt. Das ist quasi so ein Kontrastpunkt, an dem die Bewegung analysiert wird. So, und den müssen wir jetzt ein bisschen versetzen. Das kann man machen, indem man die Maus hier drückt und ihr seht jetzt hier eine Vergrößerung auch des Ganzen. Das ist wie so eine Lupe und wir suchen uns jetzt einen ziemlich kontrastreichen, guten Punkt aus. Wichtig ist, wir nehmen nicht die Menschen, die sich hier in dem Video noch bewegen, sondern wir müssen einen Punkt finden, der in dem Bild bleibt und der die Bewegung eben ja, mitmacht. Also, das kann einmal hier dieser Baumstamm sein, der hat hier auch ein gutes Kontrastverhältnis. Hier ist so ein schwarzer Punkt, das können wir eigentlich ganz gut nehmen. Diesen Punkt nehmen wir, ihr seht das in der Vergrößerung, es ist dieser schwarze Punkt. Wir lassen das jetzt los und wir analysieren jetzt diese Bewegung. Ich drücke jetzt hier auf Analysieren. Wichtig ist, dass wir hier am Anfang des Clips stehen und auf Analysieren klicken. Und ihr seht jetzt hier, wie dieses rote Fadenkreuz auf diesem schwarzen Fleck bleibt, egal wie die Kamera sich bewegt. Und auch hier sehen wir ganz viele Punkte, die gerade eingezeichnet werden. Die sehen wir auch hier unten als Keyframes. Also tatsächlich setzt Motion nun auf diese Schriftbewegung, ja, diese ganzen Keyframes und bewegt die Schrift genauso, wie die Kamera sich bewegt. Das ist das sogenannte Motion Tracking und damit bekommen wir gleich auch eine sehr schöne Kamerabewegung auf der Schrift, die absolut, ja, dem Zittern der Kamera entspricht und damit wird das gleich hier, hoffe ich zumindest, etwas natürlicher aussehen. Wir machen das nochmal und jetzt schauen wir uns das mal an und ihr seht, alles wackelt so ein bisschen, ja, aber die Schrift eben auch ein bisschen mit, sie bleibt eben, ja, in diesem Verhältnis, auch wenn das ein kleiner Schwenk hier nur ist, wir sehen ihn kaum, aber er wirkt eben wesentlich natürlicher, weil er sich da eben mit draufsetzt. So, und dann können wir natürlich jetzt hier an den Anfang fahren, wir können auch die Schrift hier nochmal verändern, wir können das Ganze auch über die Eigenschaften und das Rotationstool mal ein bisschen drehen, wir können die Schrift hier mal so ein bisschen hinlegen, dann kommt sie so hingelegt hier raus, wir lassen das mal starten und gucken mal, was jetzt passiert und ihr seht das Motion Tracking hier, wie das funktioniert. Und dann, wie die Schrift hier aus dem Film, aus dem Wasser auftaucht und auch diese leichte Wellenbewegung hat. Und ich denke, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Man kann das jetzt noch ein bisschen verfeinern, wir können sogar noch Schatten einbauen. Wir wollen das aber, wie gesagt, hier auch nicht so kompliziert machen. Wir wollen ja keinen Kinofilm produzieren, aber so kleine Effekte für eure Videofilme zu Hause, dafür reicht es alle Male und ich finde, das ist schon ganz gut gelungen. Und ja, ihr könnt natürlich jetzt ständig hier noch Parameter verändern. Wir können natürlich jederzeit auch hier die Textgröße verändern, sodass wir das Ganze hier größer ziehen. Alles bleibt ja erhalten, was wir gemacht haben, die Bewegungsanalyse. Aber ihr müsst halt aufpassen, ihr seht, jetzt taucht hier die Schrift schon an dem Felsen auf. Da haben wir nicht sauber ausgeschnitten. Also ein bisschen aufpassen, damit der Effekt nicht kaputt geht. Oder eben die Maske nochmal verändern. Können wir auch jederzeit natürlich machen, wenn wir hier reinklicken auf diese Maske. Dann können wir natürlich die Punkte dieser Maske auch verändern und die Maske passt sich natürlich entsprechend an. Ja, ich kriege es jetzt hier gerade aus welchen Gründen auch immer nicht an der Stelle gepackt, da kommt immer irgendwas. Naja gut, also das ist jetzt hier so eine kleine Sache, egal. Wir lassen es so und dann können wir das auf jeden Fall anpassen. Also da können wir jetzt hier noch so ein bisschen den Text weiter größer ziehen und trotzdem ist der Effekt nicht kaputt. Also, heute in diesem Kurs habt ihr wirklich eine ganze Menge neuer Funktionen kennengelernt und das sind auch schon ziemlich komplizierte Sachen. Also, ihr habt gesehen, wie wir hier solche Filter draufsetzen auf diese sogenannten Masken, wie wir Masken überhaupt erzeugen. Ich empfehle, das wirklich ein paar Mal zu machen. Nehmt euch einfach mal ein paar Videoclips oder geht nach draußen, filmt mit eurem iPhone irgendeine Kamerabewegung auf irgendetwas und versucht mal da Schriften auftauchen zu lassen. Könnt ihr eine schöne grüne Blumenwiese nehmen und dann nehmt ihr einfach hier eine andere Textur. Es gibt ja auch da so tolle Texturen wie Moos oder irgend sowas. Also ein bisschen das Ganze anpassen und dann versucht doch schon mal so einen kleinen Trailer für euren nächsten Videofilm zu produzieren und mit dieser Art, die ich hier gezeigt habe, einfach mal zurechtzukommen. Denn das ist nicht so ganz einfach. Man muss hier nämlich wirklich aufpassen, dass man die Ebenen alle richtig setzt, dass man die Parameter an die richtigen Ebenen patcht und so weiter und so fort. Aber Übung macht den Meister. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht. Das soll es gewesen sein. Falls ihr die Videos toll findet, abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich über Kommentare und der ein oder andere darf auch mal auf dem Video-Werbebanner klicken. Dann rentiert sich das Ganze und rechnet sich das ein bisschen. Aber müsst ihr nicht machen. Es bleibt weiterhin alles kostenlos hier. Nur ein bisschen über Werbung versuche ich das zu finanzieren. Das war's. Vielen Dank und bis bald.